heute Mittag zum Essen einladen. Ich möchte Ihnen ein klein bisschen etwas Gutes tun wegen der vielen Arbeit. Also, bis dann. Du hast einfach vergessen. Ich tue nur, was ich machen muss. Was ist das? Pam kontrolliert deinen Willen. Und ich helfe dir dabei, sie loszuwerden. Die haben schon zweimal aus der Praxis angerufen. Glaubst du nicht, die vermissen mich langsam? Okay. Du kannst telefonieren. Noch ein Fehler und ich bring dich um. Bruno? Hallo? I have a dream. And I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart. We will never be apart. Come together, friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. And when we fight, we're sometimes right and sometimes wrong, but we all will be united. Come together. Du wolltest Hilfe holen. Ich warne dich. Ein falsches Wort. Sonja, mach keinen Quatsch, bitte. Hallo, Bruno? Bruno? Ist weg? Er wird aufgelegt haben. Glaube ich nicht. Bruno, hallo? Sag ihr jetzt, was du sagen sollst. Hallo, Heike? Ja, was ist los? Du warst auf einmal weg. Ich musste den Hörer zuhalten. Ein Hustenanfall. Soll ich dir irgendwas bringen? Nein, ich nehme jetzt ein heißes Bad und dann lege ich mich gleich ins Bett. Ja, mach das. Wir sagen deinen Patienten Bescheid. Ja, danke, das ist lieb von dir. Ja, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann rufst du an, okay? Ja. Mach's gut. Brav. Und ich dachte schon, ich müsste böse werden. Ja, natürlich wollen wir diesen Kampf. Nein, aber nicht zu den gleichen Konditionen. Moment. Schünke ist ihr Mann und der hat verloren. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche... Was soll denn das? Ja, Thorsten Klado? Sie wollten sicherlich mit mir sprechen. Thorsten, bitte. Mein Vater hat keine Vollmacht, für mich zu verhandeln. Aha. Ja, wann Sie wollen. Ja? Von mir aus geht das klar. Okay. Bis dann. Spinnst du? Du behandelst mich wie einen Idioten. Du bist nicht länger mein Manager. Thorsten, was soll denn das? Wir waren immer ein gutes Team. Ja, solange ich das gemacht habe, was du wolltest. Das ist doch schon lange vorbei. Ah ja? Du hast mich gedopt. Hinter meinem Rücken. Dir war doch immer völlig egal, was ich will. Du wolltest diesen Kampf. Aber ohne Drogen. Wir bringen das schon wieder in Ordnung. Nein. Du kannst mich gerne weiter trainieren. Aber alles andere mache ich. Größenwahnsinnig. Ich will dich selber managen. So wohl ein Witz. Na, ihr beiden? Thorsten, bist du zum Essen hier? Nee. Ich muss noch zu einer Vertragsverhandlung. Sollen wir auf dich warten? Nee, esst ruhig schon. Sowas kann dauern. Sag mal, seit wann lässt du den Jungen sowas allein machen? Das wird ein Horrornachmittag. Weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Ein Patient nach dem anderen. Ach, du machst das schon, wie immer. Ach, das ist aber schön. Ich brauche dringend Hilfe. Ach, ich habe meinen Terminplaner hier irgendwo liegen lassen. Ach, da ist er ja. Könnten Sie mir bitte geben? Pamela, bitte. Könnten Sie nicht hierbleiben? Nur heute. Die Arbeit wächst mir einfach über den Kopf. Sorry, aber ich arbeite nicht mehr hier. Mein Nachmittag ist ausgebucht. Vorlesung. Das ist doch wohl nicht möglich. Du lässt mich einfach hier sitzen. Mutter, bitte nicht so laut. Ja, aber keiner hilft mir. Pam ist Studentin. Sie hat hier keine feste Anstellung. Und dass Bruno krank ist, na, dafür kann doch keiner was, oder? Ja, ja, verstehe schon. Von euch hat auch keiner auf seine Mittagspause verzichtet. Ich bin hier alleine gesessen die ganze Zeit.
Wieso? Ich dachte, Bea hat dich zum Essen eingeladen. Wir reden nachher noch mal drüber, ja? So, Frau Wagenfeld, Sie haben lang genug gewartet. Gehen Sie schon mal durch, bitte. Hoffentlich macht dir der Computer keinen Ärger. Es ist nämlich ein neues Programm. Ich schaff das schon. Wie immer. Was machst du da? Ich muss mich um Pam kümmern. Aber wir haben noch gar nicht richtig geredet. Später, wenn Pam erst die Spritze bekommen hat, haben wir doch so viel Zeit, wie wir wollen. Sonja, lass mich nicht allein. Ich muss. Oh Gott, bitte geh nicht weg. Es dauert doch nicht lange. Hey, gib mir einen Kuss. Zum Abschied. Später. Aber ich will dich jetzt küssen. Was willst du denn von Pam? Sie bedeutet uns doch gar nichts. Ich will nur dich. Wir gehören zusammen. Komm her. Willst du mir keinen Kuss geben? Es gibt keine Frau, die so sexy ist wie du. Warum machst du mich nicht los, hm? Kann ich dich anfassen? Essen? Ja, sofort. Weißt du eigentlich, wann Thorsten wiederkommt? Nee, keine Ahnung. Vertragsverhandlung. Glaubst du, er schafft das allein? Thorsten wollte es eben mal probieren. Aber es geht doch um sehr viel Geld. Schon. Der Junge braucht mehr Freiräume. Schön, dass du ihm das zutraust. Doch kein Kleinkind mehr. Und er muss lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Wie soll er das, wenn ich ihm alles abnehme? Freut mich wirklich, dass du das sagst, weil ich hab mir einfach, ist auch völlig egal. Nee, sag nur. Ich hab einfach das Gefühl gehabt, du bevormundest ihn zu oft. Mhm. Naja, das machst du ja jetzt besser. Und du wirst sehen, das wird dir gut tun. Und Thorsten sowieso. Ah, da sitzt ja schon meine beste Kraft. Na, haben Sie sich beim Mittagessen ein bisschen entspannen können, Herr Professor? Ja, das war aber auch nötig nach dem Vormittag. Schön, wenn man in der Mittagspause keine anderen Verpflichtungen hat. Da haben Sie recht. Nichts ist schlimmer als diese ewigen Termine. Hier, Ihre Post. Ah, die Prospekte. Endlich. Die haben mich auch lange genug warten lassen. Die Sendung ist übrigens erst vor 10 Minuten gekommen. Ich bin die ganze Zeit hier gesessen und habe gewartet. Sie sind unersetzlich. Obwohl ich eigentlich verabredet war in der Mittagspause. Oh, das tut mir leid. Wissen Sie was? Versuchen Sie doch einfach, Ihre Verabredung auf den Abend zu verschieben. Ich gebe Ihnen auch dafür die letzte Stunde frei. Hm? So, Herr Scharf, dann folgen Sie mir mal unauffällig. Ich hätte dich immer fesseln sollen. Wenn meine Hände frei wären, hättest du viel mehr davon. Nein. Komm, Schatz, mach mich los. Was haben wir denn da? Ja. Schneid mich los. Ich will dich endlich berühren, bitte. Du machst mich wirklich scharf. Komm, sei vorsichtig damit, ja?
Was soll denn das? Dann schneid mich los, ja? Dann haben wir noch mehr Spaß. Hör auf damit. Ich weiß, was du willst. Verdammt nochmal! Mach mich jetzt sofort los! Du bist krank! Ich mag das, wenn du dich so aufregst. Was denn? Du willst mich gar nicht küssen? Ich kann so nicht! Aber du musst? Du bist mein Spielzeug? Nein. Und ich kann machen mit dir, was ich will. Nicht. Hör auf. Aber was willst du denn? Lass mich hör auf! Aber was willst du denn dagegen machen, Bruno? Hm? Geh von mir runter. Entspann dich. Dir wird es auch Spaß machen. Das war ja schlimmer als im Ring. Aber ich war nicht schlecht. Das habe ich auch nicht anders erwartet von dir. Die stellen sich erst mal dumm. Was man nicht sagt, kommt nicht in den Vertrag. Tja, das Übliche. Aber ich finde, das Finanzielle kann sich echt sehen lassen. Donnerwetter. Aber alles andere auch. Sämtliche TV-Rechte, Werbeeinnahmen. Junge, du bist auf dem Weg zu einer ganz großen Karriere. Ich habe auch echt das Gefühl, dass ich es diesmal ganz nach oben schaffen kann. Ha, dann kommt jetzt das Aufbauprogramm für Fortgeschritten. Kann doch das für Profis sein. Du brauchst etwas, was dich auf längere Sicht weiterbringt. Ich schlage vor, du nimmst zwei Präparate. Die hier bauen Muskelmasse auf. Das merkst du schon nach 2-3 Wochen. Die bringen Ausdauer. Vermehren die roten Blutkörperchen. Dann kann dein Körper mehr Sauerstoff aufnehmen. Verstehst du? Vor allem möchte ich wenig Nebenwirkungen. Na klar, das ist ja der Vorteil. Kleine Einheiten in größeren Intervallen. Keine Nebenwirkungen, kein Nachweis im Körper. Hört sich gut an. Hör doch auf, den Jungen voll zu lügen. Der glaubt dir das auch noch. Hat da jemand was gesagt? Also, für dich mache ich einen Sonderpreis. Sonderpreis? Deine Sonderpreise kenne ich. 2,5. Im Monat? Eine Kur. Alle 4 bis 6 Wochen. Dafür ist das ein Spitzenpreis. Du nimmst den Jungen schon aus, bevor er eine müde Mark verdient hat. Thorsten, sei nicht blöd. Komm, der haut dich übers Ohr. Gibt's nicht auch was Billigeres? Klar, verlieren, Mann. Aber das machst du dann ohne mich. Verdammtes Ding, das muss doch gehen. Der Datenstau. Das passiert ab und zu, wenn so viel gleichzeitig aufläuft. Ich geh mal kurz hoch zu Bruno, ja? Ich bin gleich zurück. Was ist denn los? Kannst du mir mal helfen? Helfen? Wobei denn? Psst. Computer. Ich kenne mich mit dem Programm auch nicht aus. Da musst du Lukas fragen. Kannst du es nicht wenigstens mal versuchen? Nein, das bringt doch überhaupt nichts. Lass mich erst mal Bruno gute Besserung wünschen, ja? Zum nächsten Termin bin ich zurück. Lukas. Ja, was gibt's? Ich habe ein Computerproblem. Kannst du dir das mal angucken? Im Moment nicht. Ich habe einen Patienten, aber ich komme nachher sofort. Herr Schramm, bitte. Wenn du ganz nach oben willst, musst du auch was wagen. Wenn du mit dem nach oben willst, bist du bald ganz unten. Du bist jetzt in einer anderen Liga. Gute Werbeverträge, aber auch strengere Dopingkontrolle. Das heißt, du musst ein bisschen mehr investieren. Du hast doch mit dem anderen Zeug genauso gewonnen. Das hat mich total aggressiv gemacht. Schon vergessen. Dann hör auf zu dopen. Quatsch. Im Ring dopen alle. Soll er sich verprügeln lassen? Das geht nicht mehr ohne. Und das ist deine Schuld. Dein Sohn hat's kapiert. Die Dopingkontrollen sind hart. Wenn du da sauber durchkommen willst, brauchst du Spitzenware. Und die kostet natürlich. Klar, weil du die Preise machst. Wie lange willst du dir eigentlich noch reinreden lassen?
von diesem Ex-Bezirksboxer. Der war doch immer nur zweiter Sieger. Und warum? Weil er nichts gewagt hat. Also was ist? Machst du es? Okay. Ich will das Zeug haben. Und wie war es für dich? Hat es dir keinen Spaß gemacht? Bruno? Ist das Pam? Das tue ich doch alles nur für dich. Das wird dir nicht wehtun. Bruno, bist du okay? Schau mal, was ich gefunden habe. Jetzt ist Pam dran. Ich möchte zu Professor Bär. Jetzt! Es tut mir leid, ohne Ihre Daten können wir Sie nicht behandeln. Die haben Sie doch! Ist ja gut. Schickst du mir gleich die nächste Patientin rein, ja? Ja, doch. Ich hatte einen Termin. Vor einer Dreiviertelstunde. Tja, es tut mir wirklich leid, aber es muss an Ihrer Karte liegen. Das kann nicht sein. Ich war neulich beim Zahnarzt und da hat alles funktioniert. Es ist ja möglich, aber jetzt ist sie kaputt. Das muss an Ihnen liegen. Also bitte, ja. Was denken Sie, wie oft ich das hier mache, jeden Tag? Sie haben ein Computerproblem. Ich sehe nicht ein, warum ich deswegen warten muss. Kann ich helfen? Ja, jetzt auf einmal. Ich habe dich vorhin schon darum gebeten. So. Na bitte, es geht doch. Auf Wiedersehen. Ja, Herr Rode, dann gehen Sie doch gleich zum Professor durch und entschuldigen Sie die lange Wartezeit. Ich hab's doch genauso gemacht. Du kannst mich doch fragen, wenn was nicht klappt. Wenn es wirklich ein Problem gibt, dann nehme ich mir schon die Zeit. Tschüss. Ach, Christa, denk dran, wir brauchen noch Milch. Blöd kannst doch nur du sein. 2.500 Mark. Und du glaubst, dass du das jetzt alleine schaffst, ja? Denk doch mal an den letzten Coup. Da hast du bei Mike Schmidt unterschrieben. War ein klasse Promoter. Aus dem Vertrag wärst du dein Leben lang nicht rausgekommen. Und wer hat dich da rausgeholt? Aber so blöd bin ich kein zweites Mal. Junge, du kennst dich doch in dem Geschäft überhaupt nicht aus. Ich hab mich krumm gemacht, damit du ein anständiger Boxer wirst. Und jetzt, wo du Erfolg hast, lässt du mich links liegen. Weißt du überhaupt, was du mir schuldest? Sind 1500 Mark im Monat genug? Oder verhältst du dich aus meinen Geschäften raus? Endgültig! Hey, mach mal jemand die Tür auf! Billy! Caro! Klar, gerade jetzt.
Hallo? Dies als Zeichen dafür, was du mir bedeutest. B. Ist der jetzt total durchgeknallt? Dann viel Spaß heute Abend und machen Sie sich keine Sorgen. Das bekommen wir wieder in den Griff. Vielen Dank, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nur noch einen Moment, ja? Frau Burkhardt, könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, natürlich. Herr Rode hat sich gerade bei mir beschwert. Es gab Probleme mit seiner Chipkarte. Konnte ich nichts dafür. Er war etwas verärgert, weil er warten musste, obwohl das Problem bei uns lag. Ja, woher sollte ich das wissen? Ich dachte, die Karte ist defekt. Das musste ich ja wohl erst mal klären. Sicher. Aber Herr Rode ist ein neuer Patient und da ist es besonders wichtig, dass wir ihn nicht vernachlässigen. Vernachlässigen? Sie wollen also behaupten, dass ich der Praxis schade? Das habe ich nicht gesagt. Doch. Sie sprechen von wir, aber Sie meinen mich. Ich will niemandem die Schuld geben. Niemanden außer mir. Das stimmt doch nicht. Es ist kein Problem, dass Pam die Arbeit hinwirft. Oder dass Lukas Programme installiert, die nur er bedienen kann. Sobald sich jemand beschwert, ist es meine Schuld. Ich verstehe Sie ja, die viele Arbeit. Aber wir sind alle im Moment etwas angespannt. Ja, und ich krieg's ab. Aber ich bin nicht die Rezeptionsmaschine, bei der man alles abladen kann. Bitte, ich glaube, Sie dramatisieren alles mal wieder ein bisschen. Mal wieder? Ich muss Sie doch auch mal kritisieren dürfen, ohne dass Sie es gleich auf andere schieben. Also das muss ich mir nicht anhören! Nehmen Sie das doch nicht so persönlich. Jeder macht mal einen Fehler. Ich habe keinen Fehler gemacht! Mir sowas zu sagen. Ich verzichte auf meine Mittagspause, opfer mich auf für die Praxis. Das wissen wir doch. Bitte, Frau Burkhardt, können wir das nicht noch mal in aller Ruhe klären? Das ist nicht nötig.